In dem folgenden Video möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen, wie wir das geschafft haben, mit dem ambulanten Pflegedienst Abendstern Fachpflege GmbH in Monheim am Rhein es geschafft haben, dass sie qualifizierte Mitarbeiter bekommen und auch Kunden gewinnen für sich, für ihr Unternehmen, dass die sich selber auch ihre Kunden aussuchen können. Also die Webseite ist extra wie folgt aufgebaut, und zwar das Ziel der Webseite ist es, dass sich die Leute, die auf der Webseite sind, darüber informieren, was der Dienstleister macht, und dass die Leute sich dann beim Dienstleister melden. Und das ist egal wie, ob über eine Kontaktformular, per E-Mail oder ob die direkt anrufen. Ziel ist, dass die Leute sich melden. Darum findet man hier oben direkt auf der Webseite, rufen Sie uns an, also diese klare Handlungsaufforderung, rufen Sie jetzt an. Man kann hier, wenn man die Webseite auf dem Handy benutzt, aufruft, dann kann man auch direkt draufklicken und man kann direkt anrufen. Wenn man hier draufklickt, wird man weitergeleitet zu Google Maps. Man kann direkt die Route planen und dann auch direkt dorthin fahren. Wenn man hier draufklickt, also schreiben Sie uns, dann wird man weitergeleitet zum eigenen E-Mail-Programm und kann direkt eine E-Mail schreiben. Allererste, wo man hinkommt, ist die große Schrift. Also was am größten geschrieben ist, da schauen wir als allererstes hin, und das ist in dem Fall der Nummer 1 Pflegedienst in Monheim. Was wichtig ist, Pflegedienst, ich weiß, was die machen, und Monheim, ich weiß, wo die sind. Und Nummer 1 ist quasi nochmal von dem Dienstleister nochmal abgehoben. Es gibt immer zwei Varianten, wie ich einen Dienstleister oder nach was Leuten für einen Dienstleister suchen. Entweder ist es der günstigste Anbieter oder es ist der beste Anbieter. Und Nummer 1 unterstreicht quasi, das ist der beste Pflegedienst, den es in Monheim gibt. Und deswegen steht da Nummer 1 Pflegedienst in Monheim. Das heißt, wenn ich einen Pflegedienst suche, dann gehe ich zum Abendstern Fachpfleger und setze mich mit denen in Verbindung. Dann, wenn ich interessiert bin und sage, okay, das passt, dann lese ich diesen kleinen Text. Jetzt möchte ich Ihnen aber nochmal kurz was Psychologisches zeigen, wo viele gar nicht drauf achten, was aber absichtlich so eingebaut worden ist. Sie sehen ja, diese Farben, die wir benutzen, sind in Braun gehalten oder in Orange. Das sind diese Corporate Identity Farben, das sind die Farben des Unternehmens, dass wenn ich diese Farben sehe, kann ich mich mit immer identifizieren, okay, das hat alles Zusammenhang mit diesem Unternehmen. Genauso wie die Schriftart, das ist auch eine besondere Schriftart, die eingekauft wurde, dass ich das immer wieder erkennen kann, okay, das ist das Unternehmen. Diese Frau hat auch ein orangenes Oberteil an in den Corporate Identity Farben. Sie lächelt. Das heißt, ich komme auf diese Webseite, die Dame lächelt, die von der Pflege ist, und die ältere Dame, die haben sich lieb, die haben sich im Arm, das ist Geborgenheit, ich fühle mich wohl. Und ich komme auf die Webseite und mir geht es sofort so, ah, das ist schön, da fühle ich mich wohl, da möchte ich gerne mehr erfahren. Psychologisch gesehen ist da noch ein ganz anderer Punkt, und zwar diese Dame schaut auf dieses Feld hier und schaut auch mit ihrem Blick auf diesen Button hier. Das ist psychologisch, okay, ich weiß, die lächeln, das ist schön, ich sehe, um was es geht, und ich weiß, okay, ich muss da draufklicken. Da muss ich handeln, da muss ich was machen. Wie gesagt, Ziel von der Webseite ist, den Kontakt herzustellen. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, jetzt kostenlos beraten lassen, hier klicken, ist extra nochmal hingeschrieben, ah, ich muss jetzt hier klicken. Das ist besonders so gemacht für, man baut die Webseite immer auf für die sogenannten DAOs. Also man sagt im IT-Bereich die dümmsten anzunehmenden User. Dass jeder versteht, was muss ich jetzt hier machen. Und das ist bei vielen Webseiten halt nicht der Fall, weil der ITler oder der Webseitendesigner halt denkt, ja, ich weiß ja, was ich da machen. Ja, du weißt, was du da machen musst. Aber der Kunde, der diese Webseite besucht, weiß nicht, was er machen muss. Und diese Webseite spricht ja eher ältere Leute an. Also es geht ja hier um Pfleger, die ältere Leute in der Regel brauchen. Und deswegen muss derjenige auch wissen, was da gemacht wird. Jetzt habe ich schon mal, ich weiß, was die machen, ich weiß, wo die sind, und ich weiß ungefähr die Qualität, die abliefern. So, jetzt will ich aber mehr erfahren als Kunde, und jetzt kann ich hier weiter runter scrollen und komme in den Bereich unsere Referenzen. Jetzt sehe ich hier drei verschiedene Damen, die was über das Unternehmen sagen. Und das ist schon mal so, diese Fürsprecher, die für das Unternehmen sprechen. Da stelle ich mich ja nicht hin als Chef und sage, ich bin der Tollste, der Größte, der Beste. Sondern wenn ich jemanden anders habe, meine Kunden, die für mich sprechen und sagen, ich habe mich für den Abendstern entschieden, weil da, 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 dann ist das ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, als wenn ich das selber machen würde. Das holt schon mal die Kunden ab, die sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, das scheint ein sehr, sehr guter Pflegedienst zu sein, und da melde ich mich auf jeden Fall. Hier habe ich noch mal ein paar Texte, die über die Google-Suche gekommen sind, die Kunden geschrieben haben, noch mal als Vertrauensbeweis. So, jetzt bekannt aus. Wo kennt man die denn her? Okay, die haben schon mal hier bei Google Kundenrezensionen 5,0 Sterne Bewertung. Das ist
top, sehr, sehr gut. Und da weiß ich schon mal, okay, das scheint ein sehr, sehr guter Pflegedienst zu sein, weil die meisten Pflegedienste, die man, wo man was von hört, das ist halt nicht so gut. Und die kennt man halt von der AOK, Monheim am Rhein ist dort, wo die ansässig sind und andere Institutionen, die man, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch kennen sollte. Also wir sind jetzt im Bereich der Dienstleistungen, der Leistungen angekommen und jetzt geht es im ersten Bereich um die Pflegeberatung. Pflegeberatung ist wichtig, weil Sie brauchen eher, wenn Sie jemanden haben, der Pflegegeld bezieht, brauchen Sie die Beratungen. Das ist Voraussetzung für die Krankenkasse. Das heißt, die Krankenkasse schreibt Sie an, wenn Sie weiterhin Pflegegeld haben wollen oder die Leistung haben wollen, dann brauchen Sie eine Pflegeberatung. Das haben früher die Krankenkassen gemacht, das machen jetzt Pflegedienste. Professionelle Pflegedienste machen Pflegeberatung. Und da haben wir das jetzt nochmal genau aufgeschrieben, um was es geht, was die davon haben und warum sie sich auf jeden Fall beim Pflegedienst melden. Wir gehen gleich nochmal, ich zeige dir gleich nochmal, was dahinter liegt. Das ist so besonders und wichtig, weil es der Erstkontakt ist zum Kunden, wo der Kunde quasi seine Kontaktdaten an den Pflegedienst gibt und man kann diese Kontaktdaten halt sammeln und dann auch wieder ansprechen. Da komme ich auch, deswegen ist der gesonderte Bereich Pflegeberatung nochmal separat hier oben aufgeführt, weil es besonders wichtig ist. Gehen wir erstmal weiter, was der Pflegedienst alles bietet. Also die Leistung ist Körperpflege, da geht es natürlich Körperpflege, ja, okay, und dann, wenn ich das aber nochmal besonders erkläre, frisch in den Tag starten. Sie brauchen morgens und abends Unterstützung im Bad. Ja, okay, gut, das habe ich jetzt verstanden, wann, wie genau, wie ich was brauche. Wir helfen Ihnen gerne, sich zu pflegen und damit Sie sich wieder wohlfühlen. Oh, ist das nicht schön? Damit ich mich wieder wohlfühle. Also es ist wieder der Mehrwert, den ich davon habe, wenn ich da jetzt die Pflege von dem Pflegedienst in Anspruch nehme. Pflegeberatung ist hier nochmal kurz erklärt, hatten wir oben schon mal. Dann Behandlungspflege, da weiß der Laie jetzt nicht genau, was damit gemeint ist mit Behandlungspflege, wie Behandlungspflege. Das ist ein Wort, die die Krankenkasse benutzt und auch die Pflegedienste benutzen, damit sie damit abrechnen können. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, es geht um Wunden, es geht um fachliche Wundversorgung, dann weiß auch jeder genau, da geht es drum. Unser professionelles Fachpersonal versorgt Ihre Wunden und behandelt sie gewissenhaft in enger Absprache mit Ihrem Arzt. Was der Pflegedienst macht, wie der Pflegedienst das macht und dass man auch zusammenarbeitet mit einem Arzt. Also das ist schon mal sehr, sehr fachlich. Dann, was die als Leistung noch bieten, Abendstern Fachpflege GmbH, ist, jetzt kommt's, wir betreuen, Sie entspannen. Was wir machen und was Sie davon haben. Immer den Nutzen für den Kunden in den Vordergrund stellen. Die meisten Dienstleister erzählen nur, was sie machen, aber nicht, was der Kunde davon hat. Was sie im Endeffekt machen, ist mir eigentlich erstmal als Kunde erstmal egal. Ich will immer davon profitieren oder ich will immer sofort schnell wissen, was habe ich denn davon? Und dann schreibe ich das dahin auf die Webseite und dann verstehe ich das auch. Da muss ich dem Kunden auch nicht noch die Hürde geben, dass er selber auf die Idee kommen muss, was er denn davon hat, sondern sie entspannen. Dann sehe ich diese junge Frau, die sich da regelt und entspannt und endlich wieder den Tag genießen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was kommt jetzt. Wir unterstützen Sie gerne bei der Betreuung Ihrer Angehörigen und schenken Ihnen Ihre verdiente Auszeit. Jetzt weiß ich auch, okay, es geht um mich als Angehöriger. Verdiente Auszeit, wir schenken Ihnen was, wir geben Ihnen etwas. Und das ist doch schon, da fühle ich mich doch angesprochen. Also wenn ich, jeder, der mal mit, der seine Mama oder seinen Papa zu Hause versorgt hat, der weiß auch, was das bedeutet, wie viel Stress man da zu Hause haben kann, wenn man seine Liebsten zu Hause hat und man kümmert sich um alles. Dann wäre es doch super, wenn man da jemanden hat, der sich auch ab und zu mal um meine Mama und meinen Papa kümmert, damit ich selber auch meine Auszeit nehmen kann und mich entspannen kann. Darum weiß ich jetzt, okay, ich gehe zum Abendstern, melde mich bei der Pflege und dann lasse ich mich dort beraten. Sprechen Sie noch heute mit uns, damit Sie so schnell wie möglich auf uns zählen können. Sprechen Sie noch heute mit uns, also die Handlungsaufforderung, damit Sie so schnell wie möglich auf uns zählen können. Also quasi nochmal die Begründung, warum soll ich mich denn da jetzt melden? Und wieder jetzt kostenlos beraten lassen und hier klicken. Gehen wir weiter zu den Leistungen Haushaltshilfe. Haushaltshilfe wissen wahrscheinlich die meisten auch nicht genau, was damit gemeint ist. Ein sauberes Zuhause. Oh, da geht mir doch schon wieder das Herz auf. Das ist ja das, was ich haben möchte. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Warum soll ich mich denn da melden? Ja, ich will ein sauberes Zuhause haben. Wir erledigen Ihren Hausputz oder waschen Ihre Wäsche. Gerne auch mit Ihnen zusammen. Oh, ist das nicht herrlich? Da freue ich mich doch drauf. Wenn ich jemanden habe, der zu mir kommt und sorgt dafür, dass alles sauber ist. Und das Schöne ist ja, bei den Pflegediensten, das läuft ja auch über die Krankenkasse. Also das heißt, sie kriegen ja auch Unterstützung von der Krankenkasse. Beim Abendstern weiß ich, das funktioniert so gut, dass die leider fast einmal ausgebucht sind. Also wenn sie einen Termin haben wollen zur Haushaltshilfe, ich drücke ihnen die Daumen,
melden sich gerne beim Abendstern, aber es wird schwierig sein, da jetzt aktuell noch einen Platz zu finden in Monheim am Rhein, weil die so ausgebucht sind, weil die auch super Arbeit machen, die Mädels und die Jungs. Also das, ja, wenn sie da Bedarf haben, melden sich auf jeden Fall beim Abendstern. Nächstes Thema Ernährung. Ja, kann man jetzt auch nicht so viel mit anfangen, aber täglich und gesund essen. Ja, das ist doch wichtig. Das ist auch wichtig, dass meine Mama, mein Papa sich vernünftig ernährt, gerade im Alter. Sie kennen das wahrscheinlich. Die haben nicht mehr so Hunger, die haben nicht mehr so Appetit. Die nehmen ab an Gewicht, die trinken zu wenig, die sind immer mehr verwirrt, weil sie zu wenig getrunken haben. Und da wäre es doch super, wenn ich da jemanden habe, der sich darum kümmert, dass meine Mama, mein Papa ausreichend essen und trinken. Ja, je nach ihrer persönlichen Situation kochen wir gemeinsam. Wir bekochen sie aber auch gerne, bereiten Sondennahrung vor und helfen ihnen bei der Nahrungsaufnahme. Das heißt, wenn ich jetzt meine Mama, mein Papa, die müssen jetzt künstlich ernährt werden, sind jetzt zu Hause, dann nehme ich doch den Fachpflegedienst, die sich damit auskennen und die das Ganze zubereiten und vorbereiten und umsetzen können. Weil das ist auch nicht so einfach, dafür braucht man Fachpersonal. Nächstes Thema Mobilisation. Wir machen sie wieder fit für den Tag. Wieder ganz klar den Vorteil in den Vordergrund gestellt. Warum soll ich mich da jetzt melden? Ah, die machen wieder denjenigen fit. Und die unterstützen denjenigen, dass er wieder aktiv wird. Wir helfen ihnen aus dem Bett und halten sie aktiv, sodass sie am täglichen Leben wieder teilhaben können. Ja, das ist doch genau das, was ich gerne haben möchte. Ich möchte doch, dass meine Mama, mein Papa wieder am Leben teilhaben können. Noch mehr Leistung, jetzt wird's noch besser. Irgendwann kam dann die Idee, dass man auch noch eine Fußpflege anbietet, weil die Nachfrage der Kunden so hoch war. Die Kunden haben immer, man hat halt bei der Pflege gesehen, okay, Fußpflege wäre auch nötig, aber das muss man anders verrechnen. Das kann der Pflegedienst so nicht leisten. Aber da die Nachfrage so hoch war, haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen das auch und wir bieten das auch mit an. Und jetzt gehen wir zum Text. Kosmetische Fußpflege für Senioren. In dem Text weiß ich sofort, was gemacht wird. Kosmetische Fußpflege. Es gibt noch die medizinische. Das ist die kosmetische Fußpflege für Senioren. Und ich weiß, welche Zielgruppe damit gemeint ist. Wir pflegen jetzt auch Ihre Füße. Genießen Sie das wohltuende Gefühl entspannter Füße. Spüren Sie das? Wie schön das klingt und wie Sie das Bedürfnis haben, ja, da melde ich mich auf jeden Fall. Melden Sie sich noch heute an, damit Sie so schnell wie möglich ein gesundes und vitales Leben führen können. Ja, natürlich melde ich mich da. Ich will ja gesund, vital und mich wohlfühlen und das ist so schön. Da klicke ich jetzt auf den Button drauf und dann melde ich mich da. Aber wir gehen erst noch ein bisschen auf der Webseite. Gleich zeige ich Ihnen, wie das Kontaktformular aussieht. Noch mehr Leistung. Mensch, Wahnsinn, was die alle bieten. Gartenpflege. Einen schönen Garten behalten. Das haben wir extra so gewählt, weil stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt ein alter Mensch und schaffen es nicht mehr, vor die Haustür zu gehen. Und Sie sehen durch das Fenster Ihren Garten verschimmeln und verrotten und Sie ärgern sich. Sie haben jahrelang sich so darum gekümmert und jetzt haben Sie niemanden, der sich darum kümmert. Jetzt kommt der Pflegedienst und sagt, kein Problem, wir kümmern uns auch darum. Wir kommen zu Ihnen nach Hause und gucken, Sie möchten weiterhin an Ihrem Garten erfreuen. Ja, natürlich. Wir helfen Ihnen mit dem Rasenmähen, Unkraut entfernen, Hecke schneiden und Ihren Blumen. Oh, ist das nicht schön. Ich stelle mir den Herren vor, oder die Dame, die aus dem Fenster schaut und sagt, endlich ist mein Garten wieder schön. Wissen Sie, was das für einen Menschen auslöst, wenn er sich emotional zu Hause fühlt? Wunderbar. Noch besser, Winterdienst. Sicher zu Hause im Winter. Wenn Sie zu Hause sind, haben Sie ja wenn Sie ein Eigenheim haben, haben Sie ja die Pflicht, dass Sie zum Beispiel, wenn es schneit, auch den Schnee von dem Bürgersteig entfernen, damit sich dort niemand die Gräten bricht. Weil wenn sich da jemand die Gräten bricht, dann sind Sie verantwortlich. Da interessiert es auch niemanden, wenn Sie 86 Jahre alt sind und Sie kommen gar nicht mehr vor der Haustür. Sie haben trotzdem die Pflicht, dass das jemand macht. Wenn Sie als Angehöriger jetzt aber hunderte von Kilometern weit weg wohnen und Sie können das nicht, wenn es mal eben gerade schneit, jetzt gerade in Monheim, das schneit es jetzt relativ selten, aber wenn es dann mal schneit, wäre es doch super, wenn ich jemanden habe, der sich darum kümmert, weil ich es gerade nicht kann. Also melde ich mich wieder beim Abendstern Fachpflege. Die kümmern sich auch um den Winterdienst. Wenn es denn mal schneit, kommen die vorbei und sorgen dafür, dass es wieder vom Schnee befreit wird. Begleitung. Endlich wohlfühlen. Wir gehen mit und für Sie einkaufen. Helfen Ihnen bei Erledigungen und Arztbesuchen. Wir sind auch einfach gerne für Sie da, um mit Ihnen Zeit zu verbringen. Das größte Problem für alte Menschen ist, dass sie zu Hause alleine sind und dass es langweilig ist, ohne Ende für diese alten Menschen. Und wenn dann jemand da ist, der einfach gerne mit mir Zeit verbringt und mir auch gerne mal zuhört,
dann sind diese Menschen auch emotionaler aufgestellt. Und sie als Angehörige haben dann auch mehr Ruhe, weil die Mama oder der Papa nicht ständig 500 Mal anrufen und nach irgendeinem Schwachsinn fragen, sondern da ist jemand, der kümmert sich darum, mit mir gemeinsam. Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege. Sie brauchen Urlaub und möchten gerne, dass ihre Liebsten versorgt sind. Ja, wir sind gerne für sie da und übernehmen ihre Fürsorge. Ist das nicht toll? Da ist endlich mal jemand da, der sich mit mir um meine Angehörigen kümmert. Um meine Mama, um meinen Papa, mein Opa, meine Oma, die endlich mal mit gemeinsam schauen, dass das alles rund läuft. Lassen Sie uns unverbindlich die kostenlosen Möglichkeiten miteinander besprechen. Wie kostenlose Möglichkeiten? Natürlich melde ich mich da. Ich muss nichts dafür bezahlen, die Krankenkasse übernimmt das. Ja, wieso sagt mir das denn keiner? Ja, melden Sie sich beim Abendstern, dann sagen die Ihnen das. Und dann sagen die Ihnen genau, was Ihnen zusteht und was Sie dafür Leistungen erwarten können. Die sind 24 Stunden erreichbar, die bieten professionelle Pflege und die hören Ihnen gerne zu. Ja, das sind ja wieder Vorteile, die mich als Angehöriger ansprechen, wo ich sage, da melde ich mich auf jeden Fall. Über uns, jetzt geht es darum, okay, jetzt habe ich verstanden, was die machen, ich habe verstanden, wo die sind, ich habe verstanden, was ich für Vorteile habe. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen mehr über die wissen. Wir sind der Nummer 1 Pflegedienst in Monheim am Rhein. Unsere Pflegequalität und unsere qualifizierten Mitarbeiter sind unser ganzer Stolz. Wir bieten erstklassige Versorgung und wir kümmern uns gerne um unsere Patienten. Seit 2018 kümmert sich der ambulante Pflegedienst Abendstern Fachpflege um Menschen in Monheim am Rhein. Wir zaubern ein Lächeln dahin, wo unsere Kunden es wirklich brauchen, zu Hause. Neben der ausgezeichneten Pflege sind wir außerdem Spezialisten für Risikenerkennung, Wundversorgung, Pflegeberatung und Reinigung von Wohnungen. Sie hören schon aus dem Text raus, okay, ich weiß, was die machen, ich weiß, wie lange die das machen, was ich davon habe. Die zaubern ein Lächeln dorthin, wo es hingehört, und zwar nach Hause. Und was die noch alles anbieten, ja, die machen auch Risikoerkennung. Das heißt, sie können auch davon ausgehen, als Angehöriger, als Sohn, als Tochter, die kommen nicht nur zu meiner Mama oder meinem Papa und machen das Nötigste, die gucken auch, was sind da eventuell für Risiken, die man ja als Laie gar nicht kennt. Man weiß ja gar nicht, was die so machen und was es dort für Probleme noch auftauchen können. Da wäre es doch sinnvoller, man holt sich gleich den Fachpfleger da ins Haus und die gucken, okay, wir brauchen noch die Unterstützung, wir machen noch diese Maßnahmen, damit das und das nicht passiert, damit meine Mama eben nicht stürzt, damit sie vernünftig trinkt, damit sie vernünftig orientiert ist, weil sie genug trinkt. Das sind ganz viele Faktoren, die gerade im Alter eine Rolle spielen, an die man als Laie überhaupt gar nicht denkt, weil man ja keine Ahnung hat. Man ist ja keine Fachpflege. Darum sollte man sich bei der Fachpflege auf jeden Fall melden, weil die einem helfen können. Wir sorgen für mehr Wohlbefinden zu Hause und arbeiten gerne einfühlsam mit erfahrenen Prozessen, sicher, entspannt und komfortabel. Vorteil, Vorteil, Vorteil. Also, wenn Sie sich bis jetzt noch nicht gemeldet haben, wir gucken jetzt gleich mal auf das Formular und dann melden Sie sich garantiert. Wenn Sie keine Ahnung haben vom Pflegedienst, dann melden Sie sich, wenn Sie einen Pflegedienst im Kopf haben, melden Sie sich auf jeden Fall beim Abendstern. Bereits mehr als 6200 versorgte Patienten. 6200 versorgte Patienten. Das heißt, die haben das schon ein paar Mal gemacht. 24 motivierte und qualifizierte Mitarbeiter. Das heißt, da kommt nicht irgendjemand, die sind top qualifiziert und motiviert. 1,0 Note vom MDK. MDK ist die Abkürzung für medizinischer Dienst der Krankenkassen. Die Krankenkasse kommt immer vorbei zum Pflegediensten und testet die Pflegedienste, ob die das auch machen, was die da so machen sollen. Sind die gut versorgt? Machen die die Qualität? Bringen die das zu Papier, was die da umsetzen? Und wie sind die Leute versorgt? Die fahren auch zu den Patienten hin und gucken, sind die wirklich adäquat versorgt? Und die haben eine 1,0 Note. Die haben das im Jahr 21, die haben das im Jahr 22 und die haben das im Jahr 23. 3 Jahre in Folge haben die die Bestnote vom Pflegedienst bekommen, von den Krankenkassen. Und das hat nicht jeder Pflegedienst. Die haben da zusätzlich noch eine Qualitätsbeauftragte, die haben eigene Schulungen, wo das Qualitätsmanagement nochmal gesichert wird. Und das sind alles Voraussetzungen und Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist wichtig, gerade für mich als Angehöriger, dass ich weiß, meine Mama ist in sicheren Händen. Jetzt kommen wir zum unteren Bereich der Webseite. Da ist es nochmal so eine Zusammenfassung, wer ist das überhaupt, wo finde ich die, hier kann ich immer nochmal die Route planen, nochmal die Telefonnummer, die Faxnummer, die E-Mail-Adresse, dieser Bereich ist für die Mitarbeiter, um die Qualitätssicherung, also dann ist quasi so der Bereich, wo die Mitarbeiter nochmal die Arbeitsanweisungen nochmal nachlesen können, wenn sie zu Hause auf dem Handy sind oder so, oder sich dann nochmal kurz mit sind unterwegs und müssen was nachlesen, kommen die da auch zu dem Qualitätsbereich.
Dann die Öffnungszeiten, in welchem Bereich kann ich die überhaupt anrufen, in welchem Zeitraum kann ich mich überhaupt mit dem Pflegedienst in Verbindung setzen, weil dieser 24-Stunden-Service, den habe ich natürlich erst, wenn ich dort Kunde bin und nicht jeder, sondern wenn Sie kein Kunde sind, müssen Sie sich an die Öffnungszeiten halten. Dann nochmal zusammengefasst das Versprechen, was der Pflegedienst gibt. Wir vom Abendstern sind immer für Sie da. Unsere Pflege bietet Ihnen spürbar hochwertige und exzellente Pflegequalität. Die liebevolle Versorgung und Planung passen wir Ihren Bedürfnissen an. Wir kommen zu Ihnen und helfen Ihnen, sich wohlzufühlen. Ist das nicht schön, wo man schon denkt, wow. Und ich weiß, was Sie machen, ich weiß, was ich davon habe. Und jetzt kommt nochmal die Handlungsaufforderung. Sprechen Sie noch heute mit uns, damit wir Sie so schnell wie möglich unterstützen können. Also Handlungsaufforderung, sprechen Sie noch heute, Verknappung, mit uns, damit, Begründung, Sie noch so schnell wie möglich, damit wir Sie so schnell wie möglich unterstützen können. Ganz viele psychologische Verkaufsstrategien sind damit drin, damit diese Webseite so funktioniert, wie sie funktioniert, dass sich da die Leute melden. Dann haben wir in dem Bereich nochmal aufgelistet die Leistungen, was alles nochmal geleistet wird und nochmal der Bereich Karriere, Jobs, wo wir gleich später nochmal drauf eingehen. Impressum Datenschutz ist rechtliches, ist verpflichtend. Haftungsausschluss, da geht es darum, wenn wir Werbung schalten bei Meta oder bei Facebook, Instagram, dass Meta muss das, man muss das sicherstellen, dass man quasi sagt, du verlässt ja dann die Plattform Facebook, du verlässt die Plattform Instagram, dass man sofort sehen kann, die haben da nichts mit zu tun, dafür haftet jetzt der Abendstellenpflegedienst und dafür hafte quasi ich, weil ich habe das ja erstellt und ich mache das ja für meine Kunden. Schauen wir uns jetzt einmal das Kontaktformular an für die Kunden. Und zwar, jetzt könnte man meinen, oh mein Gott, was erwartet mich da? Und Sie werden sehen, wenn ich da draufklicke, bam, ganz einfach und schlicht. Wo bin ich? Was habe ich davon? Ich habe Fachpflege, mehr Zeit und weniger Sorgen. Ja, genau, das ist doch das, wie melde ich mich doch da auch. Und jetzt geht es darum, auf der anderen Seite als Dienstleister festzustellen, wie schnell braucht derjenige jetzt Unterstützung. Ja? Also wie schnell möchten Sie eine Unterstützung erhalten? So schnell wie möglich. Sollen wir uns morgen mit Ihnen in Verbindung setzen? Brauchen Sie erst in 7 Tagen oder erst in 30 Tagen? Die meisten brauchen halt Unterstützung vom Pflegedienst, wenn derjenige welche noch im Krankenhaus ist oder wenn das so vorbereitet werden muss für die Pflege. Dann meldet er sich da. So, und dann kann ich das einfach hier so durchklicken. Wenn ich da draufklicke, sehe ich, wie viel Prozent hier gelaufen sind, habe hier nochmal die Bildchen dabei. Was sollen wir denn genau für Sie tun? Und jetzt sage ich, okay, na, ich brauche jetzt eigentlich Körperpflege und okay, gehe ich hier auf okay. Und dann, welches Ziel möchten Sie erreichen? Ich möchte selbstständig mich wiederholen und keine Ahnung was. Und Name, Vorname und so funktioniert das Kontaktformular. Ganz einfach. Und wir sind jetzt einmal dreimal geklickt, wir sind schon bei 42%. So muss ein Kontaktformular aussehen für eine Dienstleistung. Ganz kurz, knapp auf den Punkt und mir die Sicherheit geben, dass das Ganze auch funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt gehen wir nochmal in den Bereich Pflegeberatung. Der spezielle Bereich für Pflegedienste, wo es ja darum geht, dass Sie die Beratung kriegen vom Pflegedienst, damit sie weiterhin ihr Pflegegeld bekommen. Und da habe ich das direkt auf der Seite, habe ich hier schon das Kontaktformular, was Sie vorhin gesehen haben, hier schon eingebunden, plus das Bild, das jeder sofort versteht, ah, okay, ich glaube, die brauchen meine Versicherungsnummer. Das heißt, wenn ich hier anfange, das hier einzutackern, hole ich schon mal meine Karte raus, weil die brauchen die Versicherungsnummer. Für den Pflegedienst ist das so einfach, zeitsparend, weil Sie haben ja schon alle Kontaktdaten. Sie haben den Namen, Vorname, die Versichertennummer, alles, was Sie brauchen, um diesen Pflegeberatungsantragzettel auszufüllen. Die kommen dann zu Ihnen und das Ganze geht viel schneller. Sie haben dann viel schneller diesen Beratungsgespräch, was qualifiziert, und man kann sich dann besser auf die Inhalte konzentrieren und nicht auf noch anrufen. Da geht so viel Zeit verloren, wenn man dann nochmal die Versicherungsnummer telefonisch abfragen muss und nochmal dies fragen muss. Und dann sind manche Nachnamen, die werden schwierig geschrieben. Über das Kontaktformular nehme ich mir diesen ganzen Stress und diese ganze Arbeit als Dienstleister weg, weil der Kunde kann sich da schon eintragen. Ja, der kann alles schon von zu Hause aus eintragen, dann wird er zurückgerufen, steht dann auch, wenn das Formular ausgefüllt hat, wir melden uns bei Ihnen, dann wird ein Termin vereinbart. Dann und dann kommen wir vorbei und dann ist das Pflegeberatungsgespräch erledigt. Und Sie kriegen weiterhin Ihr Pflegegeld bzw. Ihre Angehörigen. Das war dieser Bereich. Jetzt kommen wir zum Bereich Karriere und Jobs. Der Pflegedienst kam dann irgendwann und sagte, wir brauchen noch neue Mitarbeiter. Da haben wir dann diesen Bereich eingeführt, Karriere und Jobs. Man sieht sofort, es geht darum. Und ich habe nur noch diese Überschrift, das Logo und habe hier einen Bereich, jetzt bewerben, hier klicken. Und wie man jetzt ganz sofort sehen kann, hier haben wir das Wording geändert. Wir sind jetzt Ruf uns an. Wir haben jetzt geswitcht von Du auf Sie.
Nee, Quatsch, von Sie auf Du. Aber wie man jetzt hier sehen kann, wir haben das jetzt Ganze gedreht. Wir waren vorher bei Sie, jetzt sind wir bei Du. Man spricht diese Personen an, Mitarbeiter an, eher heutzutage in der Du-Form. Dann ist man, hat man gleich schon Nähe hergestellt und man ist gleich schon gewählter, sich bei demjenigen zu melden, weil der mir eher sympathisch ist, weil er mich direkt duzt. Ruf uns an, wieder draufklicken. Wenn ich mit dem Handy dran bin, kann ich direkt anrufen. Machen natürlich die wenigsten, aber die Möglichkeit besteht. Besuch uns. Man kann hier draufklicken, man weiß sofort, okay, wo ist denn der Arbeitgeber überhaupt? Dann klicke ich da drauf, kann direkt die Route sehen, kann direkt von meinem Zuhause aus feststellen, wie weit ist denn mein Arbeitsweg überhaupt? Wenn ich da jetzt anfange zu arbeiten, wie viele Minuten muss ich denn da in Anspruch nehmen, bis ich dann da bin? Und bei Google Maps ist das so schön, ich kann gucken zu Fuß, mit dem Auto, mit der Bahn und kann dann direkt sehen, wie lange brauche ich eigentlich. Ich kann auch dem Pflegedienst direkt eine E-Mail schreiben. Schreib uns. Einfach draufklicken, das E-Mail-Programm öffnet sich und ich kann direkt eine E-Mail verfassen. Einfacher geht es gar nicht. Kommen wir zum eigentlichen Text. Man sieht, wenn man hier auf die Seite kommt, wieder die Frau, die hier mit dem Blick auf dieses Video bzw. hier auf das Kontaktformular schaut und man weiß sofort, okay, man muss sich das hier, glaube ich, anschauen, damit man weiß, worum es geht. Wenn man faul ist, guckt man sich sofort das Video an. Das machen wir jetzt. Und der Abendstern, also ich kann nur sagen, ich bin total begeistert von den Leuten. Das ist alles in Ordnung bei euch. Also ich habe beispielsweise kein Unbehagen. Mir fällt gar nichts ein. Heute werde ich vom Abendstern, den ich sehr dankbar bin, dass du zu mir kommst. Also bei uns ist es wirklich toll. Den, was ich jetzt bei mir habe, finde ich sehr gut. Boah, jetzt kommt der Pflegedienst. Das könnte ich mir ja auch vorstellen. Ne? Überhaupt nicht. Okay. Der Abendstern hat folgende positive Seiten. Mitarbeiter. Jeder Mensch, der von Abendstern bisher hier gewesen ist, den möchte ich immer wieder um mich herum haben. Ja, das war das Video vom Abendstern. Und wenn Sie Pflegefachkraft sind, Pflegekraft, melden Sie sich beim Abendstern, wenn Sie in der Nähe von Monheim sind. Bei den netten, sympathischen Kolleginnen können Sie dann zusammenarbeiten. Wieder mit dem Spruch, kommt zu uns, wenn. Das ist schon mal so die Handlungsaufforderung, wenn. Die meisten schreiben nämlich auf ihrer Karriereseite oder bewerben Mitarbeiter, wir suchen. Ja und? Ist mir egal, ob du suchst. Aber komm zu uns. Das ist ja schon mal viel aussagekräftiger. Ja, warum denn? Ja, wenn? Ja, wie, was, wenn? Und damit bin ich schon mittendrin. Ich ziehe denjenigen an wie so ein Magnet und lese mir jetzt weiter durch. Wenn du gerne mit Menschen zusammen bist, ja, ist ein sozialer Beruf, natürlich bin ich gerne mit Menschen, wenn du genauso viel Freude an deinem Beruf hast wie wir, ja, wenn da geht mir doch das Herz auf, ja, das ist doch so eine Gemeinsamkeit, ich arbeite natürlich gerne mit Menschen und Pflegekräfte wollen als Team auch unterstützt werden, also die meisten Pflegekräfte oder die meisten Mitarbeiter generell, für die ist es in den Umfragen, kommt immer wieder raus, am allerwichtigsten Wertschätzung. Wertgeschätzt zu werden von meinem direkten Vorgesetzten, von meinen Kollegen. Es geht nicht nur darum, dass ich am Ende des Monats den Lohn überwiesen kriege, sondern es geht auch darum, dass ich mal gelobt werde, anerkannt werde, dem, was ich da tue. Weil ich mache meine Arbeit ja, weil es mir Spaß macht und ich brauche aber auch ein bisschen die Anerkennung zu dem, was ich da tue. Und jetzt nochmal der kleine Text, werde ein Abendstern und bringe mit uns Menschen zum Leuchten. Melde dich einfach noch heute. Wow. Also, das ist der Text, wo ich sage, du wirst, wenn du zu uns kommst, was habe ich davon? Ich werde ein Abendstern. Ich bringe Menschen zum Leuchten. Ich kriege die Wertschätzung, die ich brauche, die Anerkennung, die ich brauche, wenn ich beim Abendstern Fachpflege anfange zu arbeiten. Das ist schon mal das Erste, was ich in diesem kleinen Text psychologisch, in diesem kleinen Bereich alles schon abgefangen habe. Wenn ich sage, das reicht mir aber noch nicht, ich will noch mehr Informationen, gehen wir jetzt einfach weiter. Wenn mir das hier zu lange dauert, habe ich auch die Möglichkeit, direkt hier zu klicken. Das sind diese vier wichtigsten Punkte, die jede Karriereseite haben muss, plus der Über-uns-Bereich. Wir klicken das jetzt nicht an, wir gehen es jetzt einfach mal durch. Darum ist die ambulante Pflege besser, bei uns besser. Also da geht es darum, das hat das Ziel, dass ich ja Leute anspreche, die zum Beispiel woanders, die arbeiten auch in der Pflege, aber die arbeiten zum Beispiel im Krankenhaus, die arbeiten zum Beispiel im Altenheim und ich möchte die jetzt dafür begeistern, beim ambulanten Pflegedienst zu arbeiten. Ruhe ohne Notfallklingeln. Wenn Sie im Krankenhaus als Pflegefachkraft arbeiten, habe ich ja auch lange Zeit gemacht, dann werden Sie ständig unterbrochen in dem, was Sie gerade tun. Sie machen irgendwas am Patienten, was müssen Sie sich konzentrieren, dann klingelt wieder jemand, dann klingelt vielleicht jemand
die Notfallklingel, das heißt, das piept alles und man muss sofort alles stehen und liegen lassen und dahin rennen, weil es könnte ein Herzinfarkt oder sonst was sein. Und in 99% der Fällen ist es gar nichts, sondern einfach der Patient will einen heißen Kaffee oder irgendwas und man kann nicht in Ruhe arbeiten. Das ist aber beim ambulanten Pflegedienst anders. Ich fahre von einem Patient zum nächsten Patient und habe Zeit und die Ruhe ohne Notfallklingel und das ist ein ganz klarer Vorteil für den ambulanten Pflegedienst. Helfen können, bevor etwas passiert. Ist das nicht schön? Wenn ich in einer Akuteinrichtung bin, wenn ich im Altenheim bin, da ist ja schon alles passiert, weil derjenige ist ja schon im Altenheim. Wenn ich im Krankenhaus bin, dann ist auch was passiert, weil derjenige ist im Krankenhaus. Wenn derjenige aber zu Hause ist, dann kann ich ihm ja da schon helfen, dass er nicht ins Krankenhaus kommt und dass er nicht ins Altenheim kommt. Und das ist das, was wieder wertschätzend ist für die Pflegekraft, was die Pflegekraft gerne machen möchte. Für die Leute da sein, bevor etwas passiert. Und wichtig ist, Zeit für die Pflege. In den Umfragen, es kommt immer wieder raus, dass es den meisten Pflegefachkräften oder Pflegekräften an Zeit mangelt. Man hat keine Zeit für die Leute. Aber im ambulanten Pflegedienst habe ich Zeit für die Leute. Und wenn das ein bisschen länger dauert, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber das hat dann ja auch Hand und Fuß, warum man da länger. Das heißt nicht, dass man da rumtrödelt beim Patient, sondern man hat einfach anderes Zeitmanagement wie in einer stationären Einrichtung. Das sagen unsere Patienten, da ist wieder Lob, Anerkennung, Wertschätzung, weil hier sagen die Patienten, boah, die Pflege super, Pflegekräfte alle toll, die sind total begeistert. Ja, wow, wo habe ich das denn sonst? Das macht sonst niemand. Das macht kein Krankenhaus, das macht kein anderer Pflegedienst, dass die Benefits oder die Testimonials, die Fürsprecher selber vor die Kamera holen und dass jeder sagt, jetzt den glaube ich, da melde ich mich auf jeden Fall. Unsere Mitarbeiter sagen, das, was die anderen sagen, ist wichtig. Und da höre ich auch zu und das kann man sich auch nochmal in Ruhe durchlesen, wenn man gerne liest. Oder man schaut sich Videos an, wenn man gerne Videos schaut. Und hier ist das Hauptvideo, was wir damals gemacht haben, um Mitarbeiter zu gewinnen. Das haben wir dann eingesetzt auf Meta, also für Facebook und für Instagram und haben damit dann die Mitarbeiter beworben. Und das funktioniert heute immer noch sehr, sehr gut, weil wir aufgrund von diesen Maßnahmen ja noch diese Daten haben. Ich habe diese Werbemaßnahme jetzt abgestellt, aber wenn der Abendstellenfachpflege wieder Mitarbeiter braucht, ich brauche nur einen Knopf drücken, die Werbemaßnahme läuft und die Bewerbungen kommen rein. So funktioniert das Ganze. Einmal aufgestellt und es funktioniert. Wollen wir uns einmal das Video anschauen? Damit hat 24 Sekunden. Damit haben wir jetzt aktuell fünf neue Mitarbeiter gewonnen. Wir machen das. I want you. Nein, das kann ich nicht. Das muss er machen, das kann ich nicht. We want you. Pass auf, wenn du bei uns arbeitest, hast du mindestens 15 Tage im Monat frei. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, melde dich. Ganz kurz und knapp, direkt auf den Punkt. Es ist sympathisch, es ist authentisch, das sind die beiden Chefs, die da vor der Kamera sind. Die sagen selber, ich kann das gar nicht vor der Kamera sein, aber Moment, pass auf, das ist der Vorteil, 15 Tage, wird gleich nochmal auf der Webseite auch nochmal sicher, dass dieses Benefit, diesen Vorteil hat sonst keiner. 15 Tage frei, bei 100% arbeiten. Die haben vielleicht 4 Tage frei im Monat, wenn es hochkommt, bei anderen. So, und hier sprechen nochmal die Mitarbeiter, das überlasse ich jetzt weg, das Video geht halt zu lang, wo die nochmal sagen, wie toll das ist, überhaupt da bei dem Arbeitgeber zu arbeiten. Das ist unser Team, das sind auch wirklich die Teamkolleginnen, die sagen einfach, ich liebe mein Team. Das war auch die Aussage von der Dame hier, die gesagt hat, ich liebe mein Team. Also das ist schon so, 15 Tage frei bei den Dienstzeiten ist mega bei einer Vollzeitstelle. Also die arbeiten 100% und haben trotzdem 15 Tage frei. Und so wie sie das im Video gesagt hat, wenn da jetzt eine Pflegekraft bei ist, die das Video gerade sieht und du wissen willst, wie das geht, dann melde dich einfach beim Abendstern und dann werde auch ein Abendstern und bringe Menschen zum Leuchten. Unsere Kunden, also diese Dame ist auch eine Kundin, beziehungsweise die hat selber eine Mama über den Abendstern angemeldet und wird da betreut. Und sie sagte, ganz besonders gefällt mir diese Hilfsbereitschaft, dass da wirklich, dass das nicht selbstverständlich ist. Es gibt immer Sachen, die sind selbstverständlich und der Arbeitsstern, man spürt einfach diese Liebe und diese Zeit, die man einfach hat für die Leute. Und das ist auch nicht bei jedem gegeben. Kommen wir zu diesen 4 Kriterien, die auf jeder Karriereseite wichtig sind. Es muss drauf, das bieten wir dir, das sind deine Aufgaben, das ist uns wichtig, das bringst du mit. Der Rest ist egal. Diese 4 Sachen sind wichtig. Da sind ganz viele Dinge bei, zum Beispiel, das ist uns wichtig, Ordnung, zuverlässiges Arbeiten, Pünktlichkeit, Sauberkeit, ehrlich. Das mag für den einen oder anderen selbstverständlich sein.
Und da sagt jeder, ja, 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 deswegen sind auch die Haken dann so nach dem Motto, ja, habe ich, kann ich, kann ich, kann ich. Und genau diese Leute will ich abholen, weil die Leute, die das nicht erfüllen, die will ich ja gar nicht haben. Damit filtere ich ja schon mal die Leute raus, die das nicht machen. Die Sauberkeit, na, ich habe Miezekatzen zu Hause und bin immer voller Katzenhaaren, die wollen wir ja gar nicht haben. Wir wollen ja saubere Leute haben. Das bringst du mit, abgeschlossene Berufsausbildung, gültigen Führerschein Klasse B, sollte logisch sein, wenn ich im ambulanten Pflegedienst bin, soll ich auch einen Führerschein haben, weil ich muss ja mit dem Auto von A nach B fahren. Zielstrebiges Denken und Handeln und ja, die ganzen Kategorien, die hier halt so aufgeführt sind. Jetzt sieht man, dass hier der Mauszeiger sich verändert. Das liegt daran, dass jede einzelne Kategorie wieder zum Bewerbungsformular führt. Das heißt, ich implementiere quasi von dieser Webseite, dass ich die immer zum Bewerbungsformular hinführe. Das ist ja der nächste Schritt, den ich damit erreichen möchte. Hier stellt sich der Pflegedienst nochmal vor, das habe ich gerade schon mal erzählt. Und hier ist der untere Bereich ein bisschen anders als auf der Hauptseite, weil hier geht es um den Bereich jetzt bewerben. Und hier steht jetzt auch als Handlung, bewirb dich noch heute bei uns, wenn du so schnell wie möglich endlich glücklich zu arbeiten. Das ist wieder der klare, darum soll ich mich da bewerben, Handlungsaufforderung plus warum eigentlich, ah ja klar, Begründung, darum bewerbe ich mich da. So, dann klicken wir jetzt einmal hier auf Bewerben und so sieht das Bewerbungsformular aus. Das ist extra so gemacht, man sieht, bewirb dich nur, wenn du aus Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Langenfeld oder direkt aus Monheim am Rhein kommst. Wenn das Ja ist, dann klickst du auf Ja. Das Problem war nämlich gewesen, es gibt noch ein Monheim und zwar in der Nähe von München in Bayern. Und da haben sich viele das Video gesehen, das ging relativ schnell viral, das Video, weil das ist cool, guck mal hier, guck dir das mal an. Und da fanden die das so toll, haben gesehen, Monheim, ah cool, bewerben. Haben dann aber festgestellt, weil die das gar nicht gelesen haben, dass das gar nicht deren Monheim ist in Bayern, sondern dass das in Monheim am Rhein ist, zwischen Düsseldorf und Köln. Und dadurch haben wir das dann geblockt, da haben wir wieder einen Filter eingebaut, genau diesen hier. Du bist wirklich hier aus der Nähe, dann kannst du jetzt hier klicken und jetzt geht's weiter und jetzt kannst du dich bewerben. Ja. Also wann, wie schnell möchtest du bei uns anfangen, ist einfach so diese Differenzierung. Wenn der anklickt, so schnell wie möglich, weiß man, okay, der ist ja gar nicht im Beschäftigungsverhältnis oder da ist gerade irgendwas vorgefallen. In 30 Tagen ist so, okay, vielleicht ist er noch irgendwo in Probezeit. In 3 Monaten ist so die reguläre Kündigungsfrist. Also denjenigen will ich ja auch haben. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der noch irgendwo angestellt ist, dann ist es in der Regel auch ein guter Mitarbeiter, weil Top-Mitarbeiter sind immer im festen Beschäftigungsverhältnis. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann geht das immer so weiter. Was möchtest du als Bewerber? Was ist dir wichtig? Nicht, was habe ich von dir, sondern was ist dir wichtig? Und dementsprechend kriegen wir so viele Bewerbungen, wenn wir da jetzt Werbung draufschalten oder jetzt mittlerweile auch so noch Bewerbungen, dass das Ganze automatisch funktioniert. Wie man sieht, ganz einfach, hier ist nochmal die Schritt für Schritt und der Balken, wie viel Prozent bin ich und ja, so funktioniert. Wenn Sie dazu Fragen haben und jetzt wissen wollen, wie man jetzt die Karriereseite so bauen kann, wie die Webseite vernünftig aussehen soll, dass man darüber Kunden gewinnt, dass man darüber Mitarbeiter gewinnt und das für sich selber nochmal so umgesetzt haben wollen, mit allen psychologischen Tricks und Kniffe, mit der Verkaufsstrategie dahinter, ich habe Ihnen jetzt einiges schon vorgestellt, wie man das Ganze macht, dann melden Sie sich einfach oder schreiben Sie einfach einen Kommentar unter das Video. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal, wenn Ihnen das Ganze gefallen hat. Da sehen Sie noch weitere Beispiele von Kunden, wo ich Ihnen Schritt für Schritt erkläre, wie wir das Ganze umgesetzt haben und wie wir dadurch qualifizierte Top-Mitarbeiter und Kunden gewinnen. Mein Name ist Sven Sulik, ich bin Video-Marketing-Experte und ich helfe Dienstleistern dabei, qualifizierte Mitarbeiter, Kunden und mehr Zeit zu gewinnen. Mein Name ist Detlef Heimann, ich bin Geschäftsführer der Firma Amtstell. Also vorher haben wir Mitarbeiter gewonnen. Ja, eigentlich ein bisschen durch Glück auch, ne? Wenn die woanders aufgehört haben, haben die bei uns gefragt, ob sie anfangen können. Wir haben ein bisschen probiert über Facebook, natürlich über Mundpropaganda, dann Außenwerbung gemacht, ne? Weil hier viele Leute natürlich Aldi und Lidl hingehen. Die sehen das dann. Es ging mehr schlecht als recht, ne? Es ist ja eh schwierig, in der Pflege Mitarbeiter zu akquirieren. Ich würde natürlich gern weiter mit Sven Sulik dieses weitermachen, weil er hat gute Ideen, es kommt immer was Neues und von den Ergebnissen bin ich immer beeindruckt. Aber so vom ersten Ansehen weiß man ja nicht, was der andere oder gegenüber, viele sagen ja, ich kann das und ich mache das, aber was ich da gesehen habe, muss ich sagen, schon beeindruckend. Aber natürlich ist unser Erscheinungsbild immens gestiegen, ne?
Und ich möchte natürlich auch eine professionelle Firma auch nach außen hin vermitteln. Ne? Mhm. Und das ist mit dem Sven Sulik so auch sehr gut gelungen. Naja, viele Bekannte, die sich mich da natürlich angesprochen haben, gesagt haben, boah, eure Firma, ich habe dich schon wieder gesehen und schon wieder. Ne? So, dass meine Frau schon gesagt hat, das wird aber fast zu oft. Und ich habe gesagt, so oft kann es eigentlich gar nicht sein. Ne? Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir weiter zusammenarbeiten würden. Ne? Weil ich finde, der Anfang war schon toll. Und ich denke, da kommt noch was. Ja, also wenn ich einen Freund habe, der auch ein Unternehmen hat und Schwierigkeiten hat oder in den sozialen Medien fast gar nicht vertreten ist, würde ich natürlich den Sven Sulik auf jeden Fall empfehlen.